Geschichten aus der Geschichte. Stimmt's oder stimmt's nicht? Folge 15. Mit diesem stattlichen Taler, der Friedrich II. Zeigt, wurde nie etwas bezahlt. Dies ist eine Probeprägung von 1755 und überlebte die Jahrhunderte, weil sie unterschlagen wurde. Dem alten Fritz nämlich gefiel der Taler so nicht. Der preußische Adler mit Zepter und Reichsapfel waren in Ordnung. Die Krone auf seinem Kopf aber, die stehe ihm gar nicht gut, befand Majestät. Stimmt's oder stimmt's nicht?